dieser zweiten Halbzeit. Und damit ist es nun mal so, Fußball ist ein Ergebnissport und das haben sich, wie gesagt, die Mannheimer hart erarbeitet und gehen hier verdient mit diesem 1:0 auf Heimreise. Schauen Sie mal, Cello Seegert mit der 5, sofort alle herkommen. Wird das Bad in der Menge jetzt genießen, währenddessen hier schon wieder analysiert wird. Schauen Sie das Gesicht von Jan Zimmermann. Betrübt. Er sagt ja auch immer wieder, ist auch traurig für die Jungs, wenn die sich nicht belohnen nach so einer engagierten Leistung in der ersten Halbzeit. Die Frage wird sein, was war die Ansprache von Bernhard Rares in der zweiten Halbzeit? Jetzt ist er unten bei Camila, bitte. Ja, Bernhard Rares, es ist ein Sieg des Willens, der erste Sieg, Auswärtssieg für ihre Mannschaft in dieser Saison, der zweite in diesem Jahr im gleichen Stadion. Ein Sieg des Willens. Ja, auch. Man wusste ja, Dortmund hat eine fantastisch gute Mannschaft. Sehr viele gute Kurzpassspieler drin. Sehr beweglich. Erste Halbzeit haben wir uns echt schwer getan. Wobei wir die Großchancen hatten. Wir hätten natürlich auch einen fangen können. Ich glaube, die haben die bessere Großchance gehabt in der ersten Halbzeit. Weil zweite Halbzeit, finde ich, haben wir es übernommen. Die Zweikämpfe gewonnen. Waren präsenter auf dem Platz, haben die Räume besser zugemacht und ja, letztendlich verdient gewonnen. Ihre Mannschaft spielt mit deutlich mehr Leichtigkeit in den Spielen, in den letzten 5 Spielen, wenn man so zurückguckt auf die Zeit, seitdem Sie die Mannschaft übernommen haben. Was haben Sie gemacht? Trainiert. Viel trainiert. Das ist alles. Ich habe mir sagen lassen, dass Sie so ein bisschen auch die Vater-/Opa-Rolle in der Mannschaft übernommen haben und das einfach richtig gut moderieren und die Jungs einfach auch mal machen lassen. Ja gut, das gehört ja zum Fußball dazu. Ich meine, man holt sich nur Selbstvertrauen in Trainingseinheiten, da muss man akzeptieren, dass das eine oder andere auch misslingt, aber nur mit Machen wird man ja besser, ja? Und mit viel Training wird man besser, indem man halt viel den Ball berührt, viele Formen hat und das haben wir halt getan. Und haben natürlich jetzt auch das Spielglück gehabt, dass wir, ich sag mal, auch solche Spiele dann auch 1-0 gewinnen. Das gehört dann auch irgendwo dazu. Man muss da auch ganz ehrlich sein. Wir sind natürlich zufrieden mit der Punkteausbeutung. Aber es geht weiter, ja. Wir müssen weiter hart arbeiten, bis wir, ich sag mal, vielleicht auch so spielen können wie Dortmund die erste Halbzeit. Wir haben mir im Vorfeld gesagt, dass Sie nicht auf die Tabelle schauen. Jetzt sind Sie aber im oberen Tabellendrittel. Schaut man dann doch mal gerne drauf? Ich schaue eigentlich nie auf die Tabelle. Vielleicht die letzten 5 Spiele. Man kriegt es natürlich sowieso zugetragen, aber es verwirrt ja immer, ja, der Tabellenstand. Man muss natürlich immer auf die Leistung gucken, muss sie analysieren, was war gut, was war schlecht, was müssen wir besser machen. Was machen wir im Training schon gut und können es hier vielleicht noch gar nicht umsetzen? Da sind auch viele Dinge dabei, wo du denkst, naja, haben wir eigentlich im Training besser gemacht, aber mit Selbstvertrauen und mit weiteren Übungen, glaube ich, kommt das, dass wir dann auch ja, ein Stück noch klarer und sauberer, besserer Fußball spielen, unsere Chancen oder die Räume, die wir jetzt in der zweiten Halbzeit hatten, noch besser nutzen, um klare Chancen rauszuspielen. Dankeschön, viel Erfolg weiterhin.